Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Bahn und GDL wollen über Tarifeinigung informieren. In getrennten Pressekonferenzen geben sie am Vormittag Details bekannt. Laut einem Medienbericht einigten sich beide Seiten unter anderem darauf, die Arbeitszeit stufenweise auf 35 Stunden zu reduzieren. Durch die Einigung in dem Konflikt wird es keine Bahnstreiks mehr geben. Grenzkontrollen zur Fußball-EM. Bundesinnenministerin Faeser kündigte die vorübergehende Maßnahme an. Mögliche Gewalttäter sollten so an der Einreise gehindert werden, sagte sie der Rheinischen Post. Im Fokus stehe der Schutz vor Islamisten und anderen Extremisten. Die Europameisterschaft startet am 14. Juni. Außenministerin Baerbock in Israel. Im Rahmen ihrer Nahostreise trifft sie ihren Amtskollegen Katz. Vor ihrem Abflug aus Ägypten heute früh forderte sie erneut eine Waffenruhe zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Katz schrieb auf X, Israel erwarte weiterhin Unterstützung im Kampf gegen die Terrororganisation. Wichtiges Urteil im Fall Julian Assange erwartet. Ein Gericht in London entscheidet heute, ob der WikiLeaks-Gründer gegen seine Auslieferung in die USA noch einmal in Berufung gehen darf. Wegen Spionagevorwürfen drohen Assange in den Vereinigten Staaten bis zu 175 Jahre Haft. Tausende Menschen auf dem Weg vom Süden in den Norden Mexikos. Mit dem sogenannten Kreuzweg der Migranten fordern sie, legal durch das südamerikanische Land bis zur US-Grenze reisen zu können. Der Protestmarsch findet traditionell in der Woche vor Ostern, der sogenannten Karwoche, statt. Das Wetter meist freundlich mit Sonnenschein und lockeren Wolken. Im Westen dichtere Wolken, aber kaum Regen. Höchstwerte von 9 Grad an der Ostsee und bis zu 18 Grad im Süden.